Ah, heimelige Stimmung. Das Tannenbäumchen ist beleuchtet, die Kerzen brennen, die Game-On-Dartsocke hängt am Kamin. Na und mein Dartspielerplätzchen ist gemütlich hergerichtet. Jetzt fehlt doch nur noch eines. Gemütlich Platz nehmen und Wichtelpaket auspacken. Denn wie ihr wisst, wir Darts-YouTuber, wir bewichteln uns fast schon in Tradition, wobei es ist jetzt das zweite Jahr, aber gerne gegenseitig. Dazu haben wir eine Auslosung gemacht und mich hat dieses Jahr das glückliche Los von The Wetzler getroffen, also dem lieben Martin Simon. Und hier in meinen Händen halte ich sein Paket, das ich jetzt nur hier an der Seite einmal kurz geöffnet habe, damit ich es hier vor der Kamera auspacken kann. Ich weiß natürlich nicht, was drin ist, was mich erwartet, aber genau darum soll es hier gehen, um die kleine vorweihnachtliche Überraschung. In der Wichtelrunde dabei sind ja unter anderem der Marvin von Marvins Dart-Ecke, der Julian von Darty 8, Robstar180 macht mit, der Oliver vom Dartblog, der Dominik vom Dartspeak und eben alle, die Zeit finden konnten, sich an der Aktion zu beteiligen. Also eben der ein oder andere vollständige Liste wird sich jetzt im Laufe der Zeit in der Videobeschreibung ergeben, denn ihr werdet auf jedem YouTube-Kanal ein solches YouTube-Wichtel-Video sehen. Ich durfte zum Beispiel den lieben Kilian von Gecko Dacia bewichteln und ich hoffe, er freut sich auch auf sein Paket, was dann heute auf Reisen ging. Naja, und da ich meins dann rausgeschickt habe, denke ich mal, kann ich das vom lieben Wetzler jetzt auch mal auspacken. Bin gespannt. Und das Erste, was ich erwische, das war mir natürlich schon klar, ist erstmal ein Zettel, eigentlich ja ein Brief, holla die Waldelfe. Mal schauen, ob ich den komplett vorlesen kann. Hier steht zumindest schon mal eine nette Begrüßung. Servus Olli. Um dir diesen Brief zu schreiben, habe ich mir ein Klemmbrett geholt und mich gemütlich vor unseren Kaminofen gesetzt. Ja, welcome zu ein bisschen Gemütlichkeit. Erstmal noch schön eingeheizt und einen Heavy Metal Tee gab es auch noch dazu. Würde mich mal interessieren, wie der schmeckt. Im Abgang leicht nach Eisen, bisschen Schlamm unterm Schuh und eine Prise langes Haar. Aber gut, da kommen wir auch schon zum Inhalt des Päckchens. Heavy Metal Tee ist eines meiner Lieblingsgetränke. Da kannst du dir und deiner Frau mal schön einen aufbrühen, wenn du im kalten Dezember dein Wichtelvideo drehst. Alles klar. Dann werde ich wohl gleich höchstpersönlich kennenlernen, wie Heavy Metal Tee schmeckt. Dann gibt es dazu ein, was? Konkurrenzprodukt. Oho. Nämlich einen Dartscheiben-Schlüsselanhänger aus dem 3D-Drucker. Immer gut, ich mag ja so 3D-gedruckte Sachen. Das Herzstück des Päckchens sind natürlich die Darts. Okay, damit ist ja jetzt eigentlich schon alles rausgespoilert. Aber ich weiß ja noch nicht genau, was. Da du immer so viele Sachen kriegst, um sie in deinen Videos vorzustellen und ich mir auch nicht alles merken kann, was ich bei wem gesehen habe, ja, das stimmt, da geht einiges durch bei den Darts-YouTubern, kriegst du jetzt mal Saft-Darts, natürlich Soft-Darts, alles klar. Ich glaube, bei dir noch keine gesehen zu haben. Yep, you're right. Da ich auch nicht weiß, ob du überhaupt eine E-Dart-Scheibe hast, ja, damit habe ich angefangen, die hängt noch in der alten Ollis Dart-Garage, könnte ich reaktivieren, die Ballerbude. Aber ich habe auch Conversion Points von L-Style, diese Hardlips aus Carbon. So, hier nochmal zum Brief. Da ich jetzt nicht weiß, ob du eine E-Dart-Scheibe hast, habe ich dir noch Conversion Points dazugelegt. Tada! Alles klar. Natürlich von deiner Lieblingsmarke 180. Das ist interessant. Dann kann ich die gleich mal zusammen ausprobieren. Nun wünsche ich dir, deiner Frau, Max, ja danke, das ist Hundi, und natürlich meinen All-Time-Favorite Kalle, ja, Grüße gehen raus an dich, wa? Dankeschön. Einen schönen Advent und natürlich ein frohes Fest. Good Darts, steht hier wirklich ein Lacher, haha, jetzt mit TZ, hat Wetzlat besser. Ich hab's verstanden, wa? Kalle auch. The Wetzler, Spider-Woman und Baby Touchy. Schrift ist Klemmbrett beschädigt, steht hier im PS und PPS. Der dritte T ist für Kalle. Ja dann, Heavy Metal Runde. Oh, bloß nicht ins Feuer, wa? Nicht, dass er noch verbrutzelt. Na gut, jetzt wo ich so grob weiß, was wir hier inhaltsverzeichnismäßig
zu erwarten haben. Schütte ich einfach mal alles hier so raus. Ich hoffe, dass man das hier oben auf der Zweitkamera auch sehen kann, wie ich mir das gedacht habe. Nochmal irgendwie kurz. Ach, das ist die Rückseite von dem Aufkleber. Okay, das Licht auf die Feuerseite. Sehr schön, cool. Oh, ein doppelseitig 3D gedrucktes Dartboard. Ich hoffe, man kann das hier sehr schön sehen mit Anhänger. Das kommt natürlich ganz klar an meinen Schlüsselanhänger. Mein optimal für die Dartgarage, oder? Weiß ich sofort Bescheid, welcher Schlüssel das ist. Sehr schön, lieben Dank. Finde ich schon mal nett. Dann, hier sehe ich die angekündigten Conversion Points von 180. Hier ist es der Übergang, aber sehr interessant. Mit Gummiring. Jawohl. Wenn schon, denn schon. Very professional. Alles klar. Dazu gibt es nochmal hier ein Aufkleber-Sticker-Set von The Wetzlar. In feinseidigem Papier. Das muss was ganz Wertvolles sein. Ah, alles klar. Was für ein Dartboard Surround. Das darf sein. Ich glaube, ich lege auch immer Flights von mir mit bei. Meine Spielerflights und so Geschichten. Und dann sehe ich hier ein Rusty Jake Rodriguez Bulls Dart Set. Das ist geil. Aber da du den Tee angekündigt hast, hast du das jetzt wirklich in der Darts-Packung hier reingemacht. Ich dachte nämlich, dann muss ich ja jetzt kurz das Video pausieren und mir eine Runde Heavy Metal Tee aufbrühen, oder? Ziehe ich das mal raus. Ja, tatsächlich. Happiness is dein Wunschkonzert, das dein Herz zum Tanzen bringt. Das Leben spielt in großen Akkorden. Sonnentor-Tee. Ehrlich, das ist Heavy Metal Tee. Steht hier wirklich. Happiness is Heavy Metal, Bio-Kräuter-Gewürztee-Mischung. Okay, Jungs und Mädels. Bevor ich hier weitermache, ist ja quasi, ne, muss ich mir nochmal jetzt ein Tässchen aufbrühen. Also, wir sehen uns gleich. Kurzer Cut, Video ist ja. Na und schon habe ich hier eine Tasse herrlichst aufgebrühten. Oh oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Ich muss das mal ganz kurz hier wieder abstellen. Die Wärme dehnt das Holz ein wenig aus. Aber ich mag diese Teetasse, ist nämlich auch sehr praktisch, wenn man hier so einen schönen Beutel hat. Ich habe hier optimal 5 bis 10 Minuten stand da drauf ziehen lassen. Ich bin genau in der Mitte. 7,5 Minuten und es riecht mir schon mal sehr vertraut. Also okay, da sind Gewürze drin. Stand ja glaube ich auch Kräutermischung, ne? Kann das sein, dass das nach Bohnenkraut? Und was anderem Kümmel, würde ich mal sagen. Ehrlich? Moment mal. Deswegen lese ich mal kurz die Packungsbeilage. Nicht, dass ich gegen irgendwas allergisch bin, Mann. Was steht denn hier drin? Zutaten. Kontrolliert biologisch ist schon mal gut. Tatsache, Schwarzkümmel. Thymian, Räubersch, Bohnenkraut, lila Karotten. Noch nie Pfeffer. Ah. Okay, könnte sein. So ein bisschen vom Geruch her zumindest. Und schwarze Stockrosen. Und nochmal Kümmel. Okay. Kümmelt mich nicht. Dann bin ich mal gespannt, wie ihr jetzt Heavy Metal Tee trinkt und was er bewirkt. Boah, bloß nicht die Kuschen verbrennen, ne? Ah, ist auch ganz ohne Zucker, unverfälschter, biologischer. Bohnenkraut, Kümmel, Schwarzkümmel, Räubusch, lila Karotte Geschmack. Also nicht verkehrt. Ich glaube, den Mini-Anteil Räubusch, den speckt man so bekanntermaßen raus. Ach. Ja, wo war ich stehen geblieben? Beim Wichteln natürlich. So, okay, weiter geht's. Ich stelle das mal hier ab. Hab's da auch schön liegen lassen. Da sind die Conversion Points, da ist der 3D gedruckte Schlüsselanhänger. Hier habe ich dann noch 2 Beutel Tee für die Liebste und für einen Kalle. Kalle, du Idiot, hast Obert bekommen. Ah, der hört ja eh nicht zu. Das lege ich dann mal beiseite. Und da sind dann also die Bulls Soft Darts von Rusty Jake. Den Kerl mag ich sowieso, sehr sympathisch, wie er immer mit dem Publikum seine 180s ankündigt, Exhibition-Style. Ist nicht unbedingt so ein Ding von jedem Darts-Profi, aber sorry, müssen sie mit umgehen. Genauso wie Ricardo Pietreczko, wenn er gegen weibliche Damen antritt. Ich mag nach wie vor auch die Bulls-Verpackung, sehr schön und bevor ich es vergesse, ne? Lieber Wetzlar,
Und liebe Spider-Woman und Anhang, ganz, ganz lieben Dank für das Wichtelpaket. Freut mich wirklich. Ich mag diesen Barrel-Style von Rusty Jake. Ist genau mittelstarker Grip. Und da probiere ich auch gerne mal die Conversion Points aus. Denn, warte mal, gewichtsmäßig, Soft Dart sind wir ja bei 20 Gramm. Ja, warum nicht? Also mit 22 Gramm komme ich an sich auch ganz gut klar. 21,5 bei den MVG Trilogy. Also denke ich mal, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Wer weiß, vielleicht werde ich ja nochmal voll zum Mega-E-Data-Fan. Also ganz, ganz lieben Dank. Eigentlich ist der Style auch gerade irgendwie so ein bisschen weihnachtlich. Sehr schönes Wichtelpaket. Das freut mich insgesamt. Und ihr wartet jetzt wahrscheinlich drauf, dass ich damit auch noch ein paar ins Dartboard werfe. Ich überlege mir gerade, ob ich da mal, weil ich die Steel-Dart-Variante nämlich auch noch irgendwo in der Schublade liegen habe, mit sehr, sehr langen Steel-Dart-Points, quasi die beiden mal so parallel gegeneinander antreten lasse. Naja, lieber Wetzler, und du meinst wahrscheinlich die kleine Steilvorlage, das ist so die Geschichte mit Play My Darts, willst du etwa ein Rematch? Also, fasse ich hier nochmal kurz zusammen. Im Wichtelpaket habe ich hier ein wunderschönes Rusty Jake Rodriguez Soft Dart Set in 20 Gramm. Style finde ich schon mal geil, reimt sich. Ein The Wetzlar Surround Aufkleber oder für die Dartstasche, Darts Case, auch in Ordnung, wunderbar, dass ich nicht vergesse, wo es herkommt. Conversion Points von einer meiner Lieblingsmarken, 180, ganz richtig beobachtet, haben immer wieder schöne Sachen im Programm. Und hier mag ich im Vergleich auch zu diesen Adventskalender-Conversion Points tatsächlich auch mal die Art und Weise, wie hier der Point ausgeführt ist und dass hier auch noch kleine Details und so Grip und Lücken mit dabei sind. Das ist schon mal gleich was anderes, das meine ich. So, und so ein Schlüsselanhänger, na, das ist doch perfekt für die Dartgarage, weiß jeder gleich, das ist Moje. Und zwei schöne Tässchen Heavy Metal Tee können wir dann auch noch genießen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen auch eine schöne Weihnachts- und Adventszeit, besinnliche Festtage und natürlich uns allen eine wirklich schöne und spannende Darts-WM. Bestimmt wird es auch hier viele tolle Momente, kuriose Szenen, mega spannende Duelle und wer weiß, womöglich auch sehr, sehr überraschende Ergebnisse geben. Lieben Dank, Martin, fürs Wichteln. Grüße an Spider-Woman und die Familie. Schmatzer für die Kleine. An euch da draußen natürlich auch lieben Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, unsere YouTuber-Weihnachtswichtel-Videos bringen euch auch so ein kleines bisschen in Stimmung. Und dann schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung. Da werden jetzt so nach und nach die Videos, die halt von den YouTubern noch veröffentlicht werden, auch von mir verlinkt. Das heißt, man kann noch einmal so eine YouTube-Weihnachtswichtel-Runde machen. Und womöglich findet ihr für euch ja auch kleine Geschenke oder Anregungen für die Liebsten. Dann hat es sich ja so auch schon mal als kleine Anregung gelohnt. Na dann, einen schönen Jahreswechsel für euch alle. Tschüss, ciao, good darts, euer Olli. Open sleigh.